Dieses Video zeigt die Funktionsweise mechanisch und elektromechanisch betätigter Schalter. In letzterem Fall spricht man von Relais. Ein Schalter ist ein elektronisches oder elektromechanisches Bauteil, das den Stromfluss durch einen elektrischen Stromkreis unterbrechen kann. Ein elektromechanischer Schalter besteht aus mindestens zwei elektrischen Kontakten, die sich entweder im Zustand offen, das heißt, die Kontakte sind voneinander getrennt, oder im Zustand geschlossen befinden, das heißt, die Kontakte berühren einander. Idealerweise ist der Widerstand im Zustand offen unendlich groß, während dieser im Zustand geschlossen null wird. Der Widerstand eines realen Schalters im Zustand offen ist normalerweise sehr nahe am Idealzustand, da der Widerstand von Luft etwa 10 hoch 16 Ohm mal Meter beträgt. Im geschlossenen Zustand sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Je kleiner die Abmessungen der Kontakte, umso größer ist deren Widerstand. Um hohe Ströme schalten zu können, muss der Widerstand möglichst klein sein, damit die am Schalter abfallende elektrische Leistung ebenfalls klein ist. Ein kleiner Schalter ist daher ungeeignet, um die hohe elektrische Leistung des hier zu sehenden Elektrostarters direkt zu schalten. Bereits kurz nach dem Einschalten erhitzt sich das Bauteil derart stark, dass der Schalter zerstört wird. Ein Blick auf das Innenleben offenbart die geschmolzenen Kontakte. Im Verlauf des Videos werden wir lernen, wie ein Schalter diesen Typs dennoch verwendet werden kann, um den Elektrostarter zuverlässig bedienen zu können. Durch Oxidationsprozesse an den Oberflächen der Kontakte kann der Widerstand eines geschlossenen Schalters mit der Zeit zunehmen. Der hier zu sehende Kippschalter stammt aus einem alten Fahrzeug, das allzu lange im Freien geparkt wurde. Der Widerstand im geschlossenen Zustand ist nicht messbar kleiner als im offenen. Kommen wir nun zu den gebräuchlichsten Schaltertypen. Die einfachste Form eines Schalters ist der bereits gezeigte Ein-Aus-Schalter. Die beiden Kontakte können entweder miteinander verbunden oder voneinander getrennt sein. Diesen Schaltertyp bezeichnet man im Englischen als Single Pole, Single Throw, da ein separater Stromkreis gesteuert und in diesem eine leitfähige Verbindung erstellt werden kann. Werden durch einen einzelnen Mechanismus zwei Kontaktpaare betätigt, so bezeichnet man diesen Schaltertyp als Double Pole Single Throw, da zwei getrennte Schaltkreise durch das Erstellen oder Unterbrechen jeweils einer leitfähigen Verbindung gesteuert werden können. Drei Anschlüsse sind für die einfachste Form eines Wechselschalters erforderlich. Der gemeinsame Anschluss ist dabei immer entweder mit L1 oder L2 verbunden. Diesen Typen bezeichnet man als Single Pole Double Throw, da ein Schaltkreis durch die Bildung zweier unterschiedlicher Verbindungen gesteuert werden kann. Während des Übergangs wird ein Pfad normalerweise unterbrochen, bevor der andere Pfad geschlossen wird, was im Englischen als Break Before Make, also Unterbrechen vor dem Erstellen, oder als Non-Shorting, also nicht brückend, bezeichnet wird. Sind beim Übergang kurzzeitig beide Pfade miteinander verbunden, so bezeichnet man den Schalter als brückend, im Englischen als Make Before Break oder Shorting. Der gemeinsame Anschluss eines einzelnen Wechselschalters kann mit mehr als nur zwei weiteren Kontakten verbunden werden. Hier ist ein Double Pole Quadruple Throw Typ zu sehen, der als Drehschalter ausgeführt ist. Die vier grünen LEDs sind an den Stromkreis einer 12V Batterie, die roten LEDs an den einer 6V Batterie angeschlossen. Nur jeweils eine der LEDs eines Stromkreises leuchtet. Der momentane Zustand eines Schalters kann stabil oder instabil sein. Ein Taster fällt in seine Ausgangslage zurück, sobald dieser losgelassen wird. Die Kontakte eines Tasters können entweder geöffnet sein und durch das Drücken geschlossen werden, diesen Typ bezeichnet man als Schließer, im Englischen als Push to Make, oder diese sind normalerweise geschlossen und werden beim Betätigen geöffnet, diesen Typ bezeichnet man als Öffner, im Englischen als Push to Break.
Ein bistabiler Kippschalter besitzt, wie der Name vermuten lässt, zwei stabile Schaltzustände. Nach dem Betätigen verharrt dieser in seiner Position, bis der Schalter erneut betätigt wird. Die Schaltkontakte bestehen üblicherweise aus federnden Metallen. Verursacht durch die Elastizität der Materialien prallen die Kontakte beim Schließen eines Schalters mehrfach wieder voneinander ab, bevor diese verbunden bleiben. Als Folge dieses Prellens fließt im Verlauf des Vorgangs ein gepulster Strom durch den Schalter anstelle eines sauberen Übergangs von 0 hin zum Maximalstrom. Werden mechanische Schalter in digitalen Schaltkreisen verwendet, so kann das Prellen als mehrfache Betätigung des Schalters interpretiert werden. Ein Tiefpass wird daher oft verwendet, um die Mehrfachpulse mechanischer Schalter zu unterdrücken. Wie zu sehen, ist der Anstieg des Signals am Ausgang des Tiefpasses deutlich flacher als an dessen Eingang, jedoch ist der Verlauf kontinuierlich. Ein Wechselschalter in Kombination mit einem bistabilen Kippglied kann ebenfalls verwendet werden, um das Prellen zu unterdrücken. Die Schaltung ist zwar deutlich komplexer als ein Tiefpass, dafür ist die Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangssignals am Flipflop deutlich höher. Ist die zu schaltende elektrische Leistung ausreichend hoch, so kann sich beim Öffnen eines Schalters an den Kontakten ein Lichtbogen bilden. Je höher die anliegende Spannung und je geringer der Abstand der Kontakte zueinander, umso größer ist das elektrische Feld und umso mehr Luftmoleküle werden in dem Zwischenraum ionisiert und von einem zum anderen Kontakt beschleunigt. Die beschleunigten Ionen können durch Zusammenstöße weitere Luftmoleküle aufbrechen, wodurch zusätzliche Ionen erzeugt werden oder die Luft im Zwischenraum erhitzen. Der elektrische Widerstand des so erzeugten Plasmas ist klein, weshalb auch dann der Stromfluss durch das Plasma aufrechterhalten bleibt, wenn sich die Kontakte voneinander entfernen. Erst wenn der Abstand ausreichend groß geworden ist, fällt das Plasma aufgrund des geringer gewordenen elektrischen Feldes und der damit geringer werdenden Anzahl an Ionen in sich zusammen. Auch wenn der Funke nur für eine sehr kurze Zeitspanne zu beobachten ist, müssen die zerstörenden Effekte durch die sehr hohe Temperatur des Plasmas berücksichtigt werden. Durch Parallelschalten eines RC-Gliedes zu den Kontakten kann die Funkenbildung unterdrückt werden. Bestehen die Kontakte eines Schalters aus ferromagnetischem Material, so kann ein Schalter durch das Anlegen eines Magnetfeldes betätigt werden. Ein Reed-Kontakt besteht aus einem Paar magnetisierbarer, elastischer Metallblättchen, die sich in einem hermetisch abgeschlossenen Glasröhrchen befinden. Wird ein Magnet in die Nähe eines normalerweise offenen Reed-Schalters gebracht, so schließen sich die Kontakte und ein Strom fließt durch das Bauteil. Wird der Magnet wieder entfernt, so bewirkt die Elastizität der Metallblättchen, dass die Kontakte wieder voneinander getrennt werden, der Schalter sich also wieder öffnet. Da der Reed-Schalter gegenüber der Umgebungsluft hermetisch abgedichtet ist, sind die Kontakte vor Korrosion geschützt, und das Bauteil ist außerdem für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet. Anstelle eines Permanentmagneten kann auch ein Elektromagnet einen Reed-Schalter betätigen, womit ein Reed-Relais entsteht. Neben einem Reed-Kontakt können auch andere Schaltmechanismen durch eine Elektrospule ausgelöst werden. Üblicherweise ist der Draht der Spule um einen Schenkel eines U-förmigen Kerns aus Weicheisen gewickelt, der einen niedrigen Widerstand für den magnetischen Fluss besitzt. Ein beweglicher Anker, an dem sich ein oder mehrere Kontakte befinden, ist durch ein elastisches, leitfähiges Material an einem oberen Ende des U-förmigen Kerns befestigt. Fließt kein Strom durch die Spule, so ist ein Luftspalt an dem anderen Ende des Ankers vorhanden und die Kontakte an dem hier gezeigten Relais sind offen. Es bestehen zwei elektrische Schaltkreise, die voneinander komplett isoliert sind. Der erste Kreis, den man auch als Steuerstromkreis bezeichnet, verläuft durch die Spule und der zweite durch die an dem mechanischen Schalter angeschlossene Last, weshalb dieser Laststromkreis genannt wird. Fließt ein Gleichstrom durch den Steuerstromkreis, so erzeugt die Spule ein Magnetfeld, das den Anker anzieht,
und durch die Bewegung dieses Hebels wird der Schalter des Laststromkreises geschlossen. Wird der Strom durch die Spule abgeschaltet, so bricht das Magnetfeld zusammen und der Anker wird durch die Spannung der Feder wieder in seine Ausgangslage gebracht, womit sich der Schalter öffnet. Die Polarität der angelegten Gleichspannung und somit die Richtung des durch die Spule fließenden Stromes ist nicht entscheidend. Durch die Spule wird immer eine anziehende Kraft auf den Anker ausgeübt. Wird die Spule eines Gleichspannungsrelais an eine 50 Hz Wechselspannung angeschlossen, so kann man das Vibrieren des Ankers hören und bei ausreichend hoher Spannung beginnen sich die Schaltkontakte ständig zu öffnen und zu schließen. Das Geräusch bezeichnet man auch als Relaisklappern. Ein Spaltpol, also eine zweite Spule oder ein einfacher Ring, der um eine Hälfte des Kernmaterials gewickelt ist, stellt sicher, dass sich der Anker nicht vom Kern löst, solange die Wechselspannung anliegt. Sobald sich der durch den Wechselstrom hervorgerufene magnetische Fluss verringert, wird ein steigender Strom in der zweiten Spule induziert. Dem Gesetz der Induktion folgend ist der Strom durch die Sekundärspule umso höher, je größer die Änderungsgeschwindigkeit des Stromes in der Relaisspule ist. Die durch den Spaltpol hervorgerufene Magnetisierung läuft derjenigen der Hauptspule hinterher. Ist die Magnetisierung durch die Hauptspule 0, so ist die an dem Spaltpol nahe am Maximum und umgekehrt. Die Magnetisierung des gesamten Kernquerschnitts ist also niemals null und der Anker löst sich nicht mehr vom Kern. Hier ist der durch einen Kupferring gebildete Spaltpol an einer Hälfte des geschichteten Kerns eines Wechselspannungsrelais zu sehen. Der Anker ist entfernt, um den Blick freizugeben. Ohne den Kupferring klappert das Relais ähnlich dem zuvor gezeigten Gleichspannungsrelais. Die Aufhängung der Rückstellfeder habe ich leicht abgeändert, um den Effekt zu erhöhen. Wird der Kupferring des Spaltpols wieder eingefügt, so arbeitet das Relais an der Wechselspannung ohne Klappern. Beabsichtigt ihr ein Gleichspannungsrelais an einer Wechselspannung zu betreiben, so könnt ihr einfach einen Diodengleichrichter verwenden. Die zum Betätigen des Ankers nötige Wechselspannung ist leicht höher als die zuvor benötigten 12 Volt Gleichspannung, da der Spannungsabfall an dem Gleichrichter zu beachten ist. Ferner ist eine starke Restwelligkeit vorhanden und somit steigt der Widerstand der Relaisspule. Erst bei einer Wechselspannung von etwa 14 Volt lässt sich das Relais zuverlässig schalten. Wird nur eine einzelne Diode als Gleichrichter verwendet, so ist selbst mehr als die doppelte Wechselspannung nicht ausreichend, um den Anker zu betätigen. Erst durch Parallelschalten eines Kondensators kann die Spannung so weit geglättet werden, dass das Relais zuverlässig schließt. Da der Wechselstromwiderstand einer Spule deutlich größer ist als deren Gleichstromwiderstand, muss umgekehrt die Spulenspannung deutlich reduziert werden, wenn ein Wechselspannungsrelais an einer Gleichspannung betrieben wird, was ohne weitere Beschaltung möglich ist. Untersuchen wir im Folgenden die Eigenschaften eines an eine Gleichspannung angeschlossenen Relais etwas genauer. Mit steigender Spannung an den Anschlüssen der Spule steigt der Strom durch dieses Bauteil und somit auch die Stärke des magnetischen Feldes. Sobald die magnetische Kraft die mechanische Kraft der Feder übersteigt, bewegt sich der Anker und der Luftspalt des magnetischen Kreises wird geschlossen. Die Schwellspannung, die benötigt wird, um den Anker bewegen zu können, bezeichnet man als Anzugsspannung. Wird die Spulenspannung verringert, während der Anker an dem Kern anliegt, so öffnet das Relais, sobald die mechanische Kraft der Feder die Magnetkraft der Spule übersteigt. Da die Magnetkraft auf den Anker umso größer ist, je kleiner der Luftspalt, ist diese am größten, wenn der Anker auf dem Kern aufliegt. Die Abfallspannung ist somit deutlich kleiner als die Anzugsspannung, die benötigt wird, um den geöffneten Anker anzuziehen. Weniger als die Hälfte der Anzugsspannung ist üblicherweise ausreichend, um das Relais geschlossen zu halten.
Die Nennspannung der Spule des hier zu sehenden Relais beträgt 12 Volt. Wie zu sehen, zieht die Spule den Anker aber bereits bei etwas über 7 Volt an. Wieso wird dennoch eine Nennspannung von 12 Volt angegeben? Nun, die Ansprechzeit, also die Zeitspanne, die vergeht, bis ein Relais nach dem Anlegen der Spulenspannung den Laststromkreis schließt, sinkt mit zunehmender Spulenspannung. An den Oszillogrammen ist weiterhin zu sehen, dass mit zunehmender Schaltgeschwindigkeit das Prellen an den Relaiskontakten zunimmt, was ein unerwünschter Nebeneffekt ist. Die Rückfallzeit hingegen steigt mit zunehmender Spulenspannung, da die Zeitdauer zum Abbau des stärker werdenden Magnetfeldes ebenfalls steigt. Hervorgerufen durch die in dem Magnetfeld gespeicherte Energie wird eine Spannungsspitze induziert, wann immer die Spule des Steuerstromkreises abgeschaltet wird. Wird die Spule mit Gleichspannung betrieben, so kann eine Diode in Sperrrichtung parallel zu diesem Bauteil geschaltet werden, sodass die beim Ausschalten induzierte Spannung über die Diode abfließen kann. Der durch die Spule fließende Gleichstrom und somit die von diesem Bauteil umgesetzte elektrische Leistung des Steuerstromkreises wird von dem ohmschen Widerstand des Spulendrahtes bestimmt. Generell ist eine möglichst geringe Leistungsaufnahme erwünscht. Wie bereits gesagt, je höher der zu schaltende Strom, umso größer müssen die Kontakte sein. Je größer die Kontakte, umso höher muss die elektrische Leistung zum Betätigen dieser Kontakte ausfallen. Der Strom durch die Spule des hier zu sehenden Magnetschalters beträgt 9 Ampere, womit sich eine Eingangsleistung von etwa 100 Watt ergibt. Die Größe der herausgeführten Kontakte deutet an, dass über 100 Ampere von dem Bauteil problemlos geschaltet werden können. Hier ist ein Stromstoßschalter zu sehen, der den Zustand des Schalters am Laststromkreis mit jedem Impuls an der Steuerspule mit Hilfe eines Ratschenmechanismus ändert. Der Zustand zwischen zwei Schaltpulsen ist dabei stabil. Es handelt sich um ein bistabiles Relais. Ein anderes Konstruktionsprinzip eines bistabilen Relais basiert auf einem als Anker arbeitenden Dauermagneten. In der Animation ist der Dauermagnet als Wippe auf der Oberseite des Kernmaterials ausgebildet. Der Permanentmagnet klebt dabei in Ruhelage entweder am linken oder rechten Ende des Kernmaterials. Der Anker gibt zur jeweils anderen Seite, sobald das Magnetfeld einer der beiden Spulen einen magnetischen Nordpol an der Stelle generiert, an dem der Magnet zurzeit ruht. Es kann entweder nur eine Spule mit wechselnder Polarität angesteuert werden, oder man verbaut wie in der Animation zwei Spulen, an denen je eine Gleichspannung mit unterschiedlicher Polarität anliegt. Das hier zu sehende reale Bauteil arbeitet ebenfalls mit Permanentmagneten und verfügt über zwei getrennte Spulen. Die Umschaltung erfolgt entweder durch wechselseitiges Ansteuern der beiden Spulen oder durch Vertauschen der Polarität an nur einer der beiden Spulen. Zwischen den kurzen Schaltpulsen bleibt der Zustand an dem Laststromkreis erhalten. Auch bei einem Stromausfall ändert sich der Schaltzustand nicht. Bisweilen ist es erforderlich, die Verschaltung der Anschlüsse eines Relais zu ermitteln, da kein Datenblatt zu dem vorhandenen Typ erhältlich ist und die Schutzkappe nicht ohne Beschädigung entfernt werden kann. Üblicherweise ist die Verdrahtung auf dem Gehäuse aufgedruckt, jedoch ist diese bisweilen sehr kryptisch gehalten, verblasst oder einfach nicht vorhanden. Als Warnung sei gesagt, dass ihr beim Anwenden der hier geschilderten Vorgehensweise unter Umständen das unbekannte Bauteil oder euer Netzteil zerstören könnt. Ein Widerstandsmesser und ein altes Computernetzteil sind erforderlich, um die interne Verschaltung untersuchen zu können. Messt den Widerstand aller möglichen Kombinationen zwischen je zwei Kontakten. Der Widerstand zwischen zwei geschlossenen Schaltkontakten ist 0, womit diese Verbindungen leicht aufzuspüren sind. Der Widerstand zwischen zwei Kontakten, die intern mit einer Spule verbunden sind, liegt zwischen einigen Ohm und mehreren Kiloohm.
Bei dem ersten Typen messen wir etwa 60 Ohm als Spulenwiderstand. Bei den vielen Kontakten des zweiten Relais sind zwei Spulen mit jeweils etwa 900 Ohm und zwei geschlossene Schalter aufzuspüren. Um die Nennspannung der Spulen herausfinden zu können, müssen die entsprechenden Kontakte mit einer Gleichspannungsquelle verbunden werden, beginnend mit 3 Volt, dann 5 und schließlich 12 Volt. Verbindet ein unbekanntes Bauteil niemals mit einer höheren Spannung. Bisweilen ist eine Diode aus den zuvor genannten Gründen parallel zu der Spule geschaltet. Verbindet also eine Glühlampe, hier verwende ich eine 12 Volt 10 Watt Version in Reihe zu der Relaisspule, um den Stromfluss zu begrenzen, für den Fall, dass ihr die Diode in Vorwärtsrichtung anschließt. Wechselt die Polarität der Spannung an allen Klemmen, die vermutlich mit einer Spule verbunden sind, bevor ihr zur nächst höheren Spannung übergeht, da es sich um ein bistabiles Relais unter Umständen mit zwei separaten Spulen handeln könnte. Bereits bei 3 Volt glimmt die Glühlampe bei einer bestimmten Polung leicht, was auf eine interne Diode schließen lässt. Ich kürze das Verfahren ab, da ich bereits weiß, dass es sich um ein 12 Volt Relais handelt. Immerhin habe ich das Bauteil aus diesem Grund gekauft. Ihr könnt den Schaltvorgang des Ankers spüren und hören, sobald die Schwellspannung überschritten wird. Habt ihr die Schwellspannung ermittelt, könnt ihr im Folgenden die Funktionalität der übrigen Anschlüsse prüfen, die zu den Schaltkontakten verlaufen sollten. Der Maximalstrom der Schaltkontakte kann nicht ohne Überschreiten des Maximalwertes ermittelt werden, womit das Relais zerstört wird. Vermeidet einfach hohe Schaltströme durch unbekannte Relais, besonders wenn es sich um kleine Bauteile handelt. Auch eine zu hohe Spulenspannung zerstört ein Relais recht schnell. Den hier zu sehenden 12 Volt Typ steuere ich gerade mit 36 Volt an. Die in der Spule umgesetzte elektrische Leistung zersetzt durch Hitze den isolierenden Kunststoff und schließlich schmilzt der Kupferdraht an der schwächsten Stelle durch. Die einfachste Verwendungsart eines Relais ist in dem hier zu sehenden Schaltkreis verwirklicht. Der Steuerstromkreis wird durch einen mechanischen Schalter angesteuert und wann immer ein Strom durch die Spule fließt, schließt das Relais den Schalter des Laststromkreises. Es gibt mehrere Vorteile bei der Verwendung eines Relais anstelle einer direkten Schaltung der Last. Zwischen dem Steuerstromkreis und dem Laststromkreis besteht keinerlei leitende Verbindung. Zwei dünne Drähte reichen aus, um selbst hohe Lasten über weite Distanzen steuern zu können. Wird das Relais mit einem einfachen Schalter durch ein Exemplar mit mehreren Kontaktpaaren ausgetauscht, können mehrere Laststromkreise, auch mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen, durch einen einzigen Schalter angesteuert werden. Selbst hohe Lasten können mit einem kleinen Schalter angesteuert werden. Das verwendete Relais muss jedoch an die zu schaltende Last angepasst sein. Kommen wir damit erneut zu dem Elektrostarter. Selbst unter Verwendung eines Relais ist diese hohe Last nicht zuverlässig zu schalten. Zwar bleibt der Taster nun intakt, jedoch lösen sich die Kontakte des Relais innerhalb kürzester Zeit in Rauch auf. Gehen wir die Sache etwas methodischer an und messen zunächst die von dem Elektrostarter umgesetzte elektrische Leistung. Bereits im Leerlauf sind etwa 25 Ampere, entsprechend 300 Watt Leistung zu messen. Beim Startvorgang steigt der Strom sogar auf über 100 Ampere. Die Lösung des Problems besteht in dem Magnetschalter, der direkt an dem Elektrostarter angeflanscht ist. Dieser ist für derart hohe Ströme ausgelegt und wie bereits zuvor gemessen, benötigt dessen Spule einen Strom von unter 10 Ampere. Der Magnetschalter kann also von einem Relais und das Relais von einem kleinen Taster angesteuert werden.
Durch den Schalter fließt ein Strom von unter 200 mA, durch die Spule des Magnetschalters fließen etwa 7 Ampere und durch den Elektrostarter können so über 100 Ampere fließen. Diese Schaltkaskade ist ausreichend, um den Elektrostarter bedienen zu können und damit die bis zu 21.000 Watt des Verbrennungsmotors zu entfesseln. Gewendigt wird die Kraft durch Unterbrechen der Zündung mit einem einfachen Kippschalter. Wird der die Spule ansteuernde Schalter durch einen Transistor ersetzt, so kann das Relais durch elektronische Signale angesteuert werden. Ein Relais mit einem einfachen Wechselschalter kann dazu verwendet werden, um die Polarität an einer Last zu ändern, vorausgesetzt, die Last verfügt über eine symmetrische Spannungsversorgung. Eine einfache Spannungsversorgung an der Last reicht aus, wenn ein Relais mit zwei Wechselschaltern verwendet wird. Unter Verwendung zweier Relais, beide mit einem einfachen Schalter, kann ein RS-Flipflop erstellt werden. Die Kontakte von Relais Nummer 1 müssen in Ruhelage offen, die von Relais Nummer 2 geschlossen sein. Im Anfangszustand sind die Spulen beider Relais ausgeschaltet. Das ist einer der beiden stabilen Schaltzustände mit beiden Tastschaltern in ihrer Ruhelage, also offen. Es fließt kein Strom durch die Spulen. Durch Drücken der Set-Taste fließt ein Strom durch Spule 1 und zusätzlich wird eine leitfähige Verbindung durch die Last hergestellt. Beachtet, dass in diesem Zustand des Schaltkreises der gesamte Laststrom durch den Taster fließt. Verwendet also ein Relais mit zwei Paar Schaltkontakten, wenn ihr mit dem Flipflop hohe Lasten schalten wollt. Sobald S1 durch das Relais geschlossen wird, entsteht eine zweite leitfähige Verbindung zur Last. Wird der Set-Taster wieder losgelassen, bleibt der Stromfluss durch Spule 1 aufgrund der leitfähigen Verbindung durch den eigenen Schalter S1 erhalten. Der Schaltzustand des Stromkreises ist stabil und die Last ist mit der Versorgungsspannung verbunden. Durch Drücken des Reset-Tasters fließt ein Strom durch die Spule von Relais 2, wodurch S2 geöffnet und die leitfähige Verbindung durch die Spule von Relais 1 unterbrochen wird, wodurch schließlich S1 zurück in seine Ruhelage fällt, was den Stromfluss durch die Last unterbricht. Loslassen des Reset-Tasters unterbricht den Stromfluss durch Relais 2 und sobald S2 zurück in seine Ruhelage, also geschlossen, fällt, ist der Ausgangszustand wieder erreicht. Der hier zu sehende reale Schaltkreis zeigt die Funktionsweise. Durch Anlegen der positiven Versorgungsspannung an den Set-Pin, was gleichbedeutend mit dem Drücken der Set-Taste in der Animation ist, wird die Last an die Versorgungsspannung angeschlossen. Während diese von der Versorgungsspannung getrennt wird, sobald die positive Spannung am Reset-Pin anliegt. Werden beide Anschlüsse mit der positiven Versorgungsspannung verbunden, so wird das Flip-Flop gesetzt. Abhängig davon, welcher Anschluss zuerst wieder auf 0 Volt fällt, ist das Flipflop anschließend gesetzt oder zurückgesetzt. Das Flipflop bleibt im Zustand zurückgesetzt, bis ein Impuls am Set-Eingang auftritt und umgekehrt wird die Last erst wieder ausgeschaltet, wenn ein Impuls am Reset-Eingang anliegt. Wird die Versorgungsspannung des Schaltkreises unterbrochen, so fällt das Flipflop zurück in seinen Ausgangszustand, in dem kein Strom durch die Last oder eine der beiden Relaisspulen fließt. Ein weiteres aus zwei Relais aufgebautes Flipflop ist das T-Flipflop. Relais Nummer 1 besitzt zwei Ein-Ausschalter und Nummer 2 besitzt zwei Wechselschalter. Im Ausgangszustand ist keine der beiden Relaisspulen stromdurchflossen. Das ist eine der beiden stabilen Zustände des Schaltkreises mit dem Taster in Ruhelage, also offen. Es fließt kein Strom durch die Last. Sobald der Taster gedrückt wird, fließt ein Strom durch die Spule von Relais 1. Sobald Relais 1 anzieht, werden die Schalter 1.1 und 1.2 geschlossen.
Ein zweiter, leitfähiger Pfad, der durch die Spule von Relais Nummer 2 verläuft, wird in der Schaltung gebildet. Da der Widerstand des neu erstellten Pfades deutlich höher ist als der durch den Taster verlaufenden Pfad, der idealerweise 0 Ohm beträgt, fließt fast kein Strom durch Spule 2. Mit Loslassen des Tasters wird die leitfähige Verbindung durch selbiges Bauteil unterbrochen. Die einzige Verbindung zwischen dem positiven und negativen Pol der Versorgungsspannung verläuft durch Spule 1 und Spule 2, die nun in Serie geschaltet sind. Der Spannungsabfall an Spule 1 gleicht dem an Spule 2. Nun muss die Spannung an Spule 2 die Anzugsspannung des Ankers übersteigen, weshalb die Versorgungsspannung dem Doppelten der nominellen Spulenspannung der Relais entsprechen muss. Wie zuvor bereits erklärt, ist die Haltespannung normalerweise deutlich kleiner als die Anzugsspannung. Um die Schaltung mit weniger als der doppelten Spulenspannung betreiben zu können, was auf Dauer zur Beschädigung der Relais bei geschlossenem Taster führt, kann ein Widerstand parallel zu Spule 1 geschaltet werden. Je niedriger der Widerstand von R1, umso niedriger der Spannungsabfall an Spule 1, aber umso höher der an Spule 2. Die Versorgungsspannung sollte so nahe wie möglich an der nominellen Spulenspannung liegen und der Wert von R1 muss zwei Bedingungen erfüllen. Die Spannung an Spule 1 muss oberhalb der Rückfallspannung bleiben und die an Spule 2 muss über der Anzugsspannung liegen. Mit diesen Bedingungen wechseln die Schalter S2.1 und S2.2 von A nach B. Das ist der zweite stabile Zustand des Schaltkreises mit losgelassenem Taster. Jetzt liegt die halbe Versorgungsspannung an jeder der beiden Spulen an und die Last ist durch S1.2 eingeschaltet. Sobald der Taster erneut gedrückt wird, entsteht ein zweiter leitfähiger Pfad durch die Schalter S2.2 und S2.1. Nun ist der Widerstand des zusätzlichen Pfades nahezu Null, während der durch Spule 1 deutlich höher ausfällt. Die gesamte Versorgungsspannung fällt an Spule 2 ab, während Spule 1 kurz geschlossen ist, wodurch S1.1 und S1.2 geöffnet werden. Sobald der Taster losgelassen wird, stoppt der Stromfluss durch Spule 2. Bricht nun das Magnetfeld zusammen, fallen S2.1 und S2.2 zurück in ihre Ruhelage, womit der Ausgangszustand des Schaltkreises erreicht wird. Die hier zu sehende praktische Schaltung arbeitet mit zwei 12-Volt Relais. Unter Verwendung eines 180 Ohm Widerstands und einer LED, die parallel zu der Spule von Relais 1 geschaltet sind, reicht eine Versorgungsspannung von 12 Volt aus, um das Toggle Flipflop betreiben zu können. Ein Tastendruck setzt den Ausgang und ein weiterer setzt das T-Flipflop zurück. Im Anfangszustand fällt an keiner der beiden Relaisspulen eine Spannung ab. Wird der Taster gedrückt, fällt fast die gesamte Versorgungsspannung an Spule Nummer 1 ab, womit deren Anker angezogen wird. Wird der Taster losgelassen, fällt die Spannung an Spule Nummer 1 auf nur noch 4,5 Volt, was immer noch ausreicht, den Anker auf dem Spulenkern zu halten. Die Spannung an Spule Nummer 2 springt auf 8 Volt, was ausreicht, deren Anker anzuziehen. Wird der Taster erneut gedrückt, fällt fast die gesamte Versorgungsspannung an Spule Nummer 2 ab, weshalb Spule Nummer 1 zurück in ihre Ruhelage fällt. Wird der Taster losgelassen, ist der Anfangszustand wieder erreicht und es fließt kein Strom durch die Spulen. Wie ihr seht, ist die Last an die beiden Anschlüsse des Wechselschalters angeschlossen, die im Ruhezustand miteinander verbunden sind. Wird das T-Flipflop gesetzt, so wird die Verbindung zur Versorgungsspannung der Last unterbrochen. Wird die Versorgungsspannung des gesamten Schaltkreises unterbrochen, so fällt der Flipflop in seinen Ausgangszustand und der Motor läuft nach dem simulierten Stromausfall, bis der Taster betätigt wird. Wie im Video zu Computerschaltkreisen gezeigt, kann aus mehreren hintereinander geschalteten T-Flipflops ein Zähler aufgebaut werden. Da es sich hier um Vorderflanken gesteuerte T-Flipflops handelt, erhalten wir so einen Rückwärtszähler. Beim Übergang vom Zählwert 0 zu 255 ist der durch die Ansprechzeit der Relais verursachte Ripple-Effekt zu hören.
Die Welle in dem Asynchronzähler wandert von rechts nach links durch den Schaltkreis, was in der Zeitlupe zu sehen ist. Das zuvor gezeigte RS-Flipflop kann durch ein Relais mit Wechselschalter angesteuert werden. Wird dabei das Ausgangssignal auf die Spule des Relais zurückgekoppelt, beginnt der Schaltkreis zu schwingen. Die Frequenz des Signales am vorderen Relais ist sehr hoch und keines der drei Relais schaltet sauber ein oder aus. Um das zu ändern, kann die Masseträgheit des Ankers durch Anbringen eines Pendels erhöht werden. Die sich ergebende Schaltung ist ein astabiler Multivibrator. Wird der Multivibrator als Eingangssignal für unseren Zähler verwendet, erhalten wir eine rückwärts laufende Uhr. Neben dem Variieren der Pendellänge kann die Frequenz der Schwingung auch durch Herabsetzen der Spulenspannung verringert werden. Das wird hier durch ein in Reihe zur Spule geschaltetes Potentiometer gemacht. Durch den 8-Bit-Zähler können 255 Schwingungen des Pendels gezählt werden, bevor der Zählwert wieder auf den Anfangswert 255 springt. Durch die Ratsche des Stromstoßrelais kann der Zählwert verzwölffacht werden. Um mit einer derartigen Anordnung die 86.400 Sekunden eines Tages stoppen zu können, muss ein 13-Bit-Zähler aufgebaut werden. Wie das geht, solltet ihr mittlerweile wissen. Alternativ könnt ihr auch die Rotation der Erde erhöhen, damit nur 3060 Sekunden vergehen, bis ein Tag vorüber ist. Wie das geht, werde ich euch eventuell irgendwann einmal erzählen. Bis dahin viel Spaß beim Relaisklappern. Danke fürs Angucken und bis bald.